Mammutkabeltrommel ist eine komplette Stromstation. Das heißt, Sie haben hier zum einen 40 Meter oder 30 Meter 5G6-Kabel mit 32 Ampere Stecker. Sie stecken den in einer Steckdose im Bauschrankverteiler ein und ziehen dann entsprechend das Kabel über die Baustelle und haben hier eine komplette eigene Stromversorgung auf der Baustelle. Sie haben verschiedene Anschlüsse, Sie haben drei Schokodosen, Sie haben zwei 16 Ampere Dosen, Sie haben eine 32 Ampere Dose und Sie haben eine komplette Absicherung über FI, Leitungsschutzschalter und können sich an Ihrem Arbeitsplatz auf der Baustelle komplett selbst versorgen. Wir haben hier unseren Baustromverteilerkasten. Wir schließen die 32 Ampere Steckdose an. Dann klappen wir den Bügel hoch und wir können jetzt in Fahrtrichtung das Kabel abrollen.